Echt Bodensee ist für mich. Hi, hier ist Luis vom Echt Bodensee-Team. Wir sind heute zu Besuch im wunderschönen Wasserburg und wir treffen uns gleich mit dem Manuel. Der ist Tauchlehrer und erzählt uns mal, wo man hier am See am besten tauchen kann. Was ist denn so die typische Aufgabe von der Tauchschule? Die typische Aufgabe von der Tauchschule ist erstmal natürlich Anfänger auszubilden. Und wenn sie dann schon die Ausbildung haben, dann auch weiterbilden. Geführte Tauchgänge zu machen. Was bietet ihr dann alles an? Wir bieten an Ausbildung von Anfänger bis Fortgeschrittene, unter anderem auch Kindertauchkurse, wo Kinder schon ab 8 in beheizten Becken tauchen dürfen. Und dann geht es wahrscheinlich weiter. Also, wenn ich erwachsen bin, dann kann ich richtig loslegen, oder? Natürlich. Kann man gleich mit dem Open Water Diver loslegen. Das ist eine Ausbildung, die zwischen 3 bis 5 Tage dauert. Wenn man schon eine Ausbildung hat, kann man natürlich auch geführte Tauchgänge machen. Da kann man natürlich Steilbahntauchgänge machen oder Bootstauchgänge, je nach Geschmack. Was ist denn so am besten geeignet für jetzt Gäste, die zum Beispiel nur 3 Tage da sind oder 4 Tage, sagen, ich möchte jetzt mal tauchen lernen? Was gibt es da? Also man hat einmal die Möglichkeit, nur einen Schnuppertauchgang zu machen. Das dauert nur einen Tag. Dann für Leute, die echt sehr wenig Zeit haben, also nur 2 Tage, bietet sich auch der Basic Diver an. Ich biete aber auch Kompaktkurse an. Die dauern dann 3 Tage, also 3 bis 5 Tage, je nachdem. Und da lernt man innerhalb kürzester Zeit komplette Spektrum beim Tauchen. Was ist denn so das spannendste Erlebnis, was du hier am See schon hattest? Ja, das spannendste Erlebnis am Bodensee, was ich hier erlebt habe, das war gleich hier vor Wasserburg. Und da habe ich auf 2 Meter Tiefe einen Riesenwels mit 3 Meter gesehen. Wahnsinn, glaub mir, das war wie Haitauchen. Also die Unterwasserwelt am Bodensee macht so besonders, es ist alles dabei, von Sandhalmen über Steilwände, Fracktauchen, es deckt einfach alles ab. Natürlich die größte Herausforderung ist die Jura, das ist ein alter Raddampfer, der liegt auf 40 Meter Tiefe, aber das ist wirklich nur was für fortgeschrittene Taucher. Kopfhaube, 1-2, 2x Floss, Atemregler, okay, das haben wir eigentlich alles. Was ich natürlich hier an meinem Arbeitsort so lieb, das ist natürlich schon wunderschön und ich könnte theoretisch auch mit dem Motorboot zur Arbeit fahren. Es lohnt sich schon hier zu leben und zu arbeiten. Wenn ich jetzt sage, ich habe Lust mal zu tauchen, wie komme ich denn jetzt an Infos? Am leichtesten natürlich übers Internet, einfach Tauchschule Wasserburg googeln und mir eine E-Mail schreiben, das ist das Einfachste.